Stell dir vor, ich gebe dir ein ganz normales Kartendeck mit 52 Karten und mache dir folgendes Angebot. Du hast einen ganzen Tag Zeit, um diese Karten zu mischen, und wenn du es einmal hinkriegst, dass du genau das gleiche Deck herausbekommst nach dem Mischen, kriegst du von mir 1 Million Euro. Wenn du es nicht schaffst, bekomme ich von dir 1000 Euro. Würdest du es annehmen? Schreib es mal in die Kommentare. Falls du das Angebot angenommen hättest, dann sage ich, danke für 1000 Euro. Wir gehen mal durch, wie viele verschiedene Möglichkeiten es für dieses Kartendeck gibt. Für die erste Karte gibt es 52 Möglichkeiten. Für die zweite Karte gibt es dann noch 51 verschiedene Möglichkeiten. Für die dritte 50 und so weiter. Man kann das aufschreiben als 52 mal 51 mal 50 und so weiter bis zur 1, beziehungsweise als 52 Fakultät. Und das Ergebnis davon sagt uns, wie viele verschiedene Kombinationen es gibt. Und das sind, Achtung, 8 mal 10 hoch 67. Nur mal kurz zum Vergleich, unser Universum ist 13,7 Billionen Jahre alt und das sind umgerechnet 1 mal 10 hoch 18 Sekunden. Das heißt, wenn du dich seit Beginn des Universums hingesetzt hättest und jede Sekunde ein neues Deck gemischt hättest, dann hättest du nicht mal ansatzweise alle Kombinationen erreicht, die möglich sind. Mathe kann jeder, wir wollen es beweisen.